Nun waren ja endlich wieder zwei Channelings von Erzengel Uriel auf Delfin TV zu sehen. Ja, und das Ganze hat natürlich mehrere Gründe. Und ich freue mich riesig, heute wieder Günther Wichmann zu Gast zu haben. Günther, schön, dass du wieder da bist und auch dir, dass du hier von zu Hause zuschaust oder auch von unterwegs. Sei mir herzlich willkommen. Günther, ja. Ja, danke. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Ist ein bisschen länger her. Ja, aber nun... Ja, man sieht daran, wie schnell die Zeit vergeht. Ne? Ja, war ja auch eine etwas schwierige Zeit. Kann man so sagen. Oder ja. Es ist eine herausfordernde Zeit, genau. Ja. Für uns alle. Und ja, jeder muss eben halt für sich sehen, wie er mit diesen Herausforderungen umgeht und was dabei der richtige Weg für einen ist. Und den zu finden, ist eben nicht so ganz einfach, ne? Dafür also, machen wir ehrlich sind, ja. Unsere Videos, ja. Und auch die Channelings von Uriel, weil das gibt uns ja Unterstützung auf unserem Bewusstwerdungsweg, auf unserem Weg hin zum erhöhten Bewusstsein. Nun haben wir ja schon ganz viele Channelings gemacht in der Vergangenheit. Das sind 70, 80 Channelings insgesamt, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und Uriel hat ganz viel Informationen preisgegeben. So, und dann kam ja diese Pause, wo ja mich die Leute schon angeschrieben haben, ich vermisse das Channeling mit Erzengel Uriel. Was ist los? Ja, das ist, das war auch für mich nicht wirklich einfach und klar, warum es so plötzlich von Uriel keine Durchsagen gab für die Allgemeinheit. Ich habe die ganze Zeit nach wie vor den Kontakt zu Uriel gehabt. Ich habe geschannelt für Gruppen, für Einzelpersonen, in Beratung. Es war nicht so, dass ich keinen Kontakt zu Uriel hatte, nur Uriel war der Meinung, er hat erstmal eigentlich alles gesagt, was für die Menschen wichtig ist zum jetzigen Zeitpunkt, damit wir mit unserem Bewusstsein aufsteigen können. Ja, im Grunde, das mal als kleiner Tipp für dich. Guck mal die Playlist, siehst du oben rechts das kleine i, da kannst du draufklicken und dann kannst du auf die Playlist gucken und dann guck dir einfach alle Videos an, die wir gemacht haben. Da sind diese Themen, was Günther gerade sagte von Uriel, zusammengefasst und da such dir das Thema aus, was du gerade jetzt brauchst. Und das mach einfach in den nächsten Wochen, Monaten immer wieder so, denn das ändert sich nicht. Dieses Wissen bleibt immer aktuell. Ja, und Uriel hat gesagt, er hat das, was für den einzelnen Menschen wirklich wichtig ist, um den Herausforderungen zu begegnen, um mit sich selbst ins Reine zu kommen, selbst in den inneren Frieden zu gelangen, das Herz zu öffnen, in die Liebe zu gehen, Schuldgefühle abzubauen, Ängste zu beseitigen, all diese die Informationen, die dazu wichtig sind, sagte Uriel, die hat er gegeben und er erwartete im Grunde so, dass wir nun mal aus dem Quark kommen und da anfangen, das auch zu leben. Ne? Und ich selbst bin ja auch also von vielen Leuten gefragt worden, was ist eigentlich los? Gibt es keine neuen Channelings? Ne? Hinter den Fragen, die ich von den Menschen gekriegt habe, da habe ich dann auch begriffen, was Uriel damit meinte, dass er gesagt hat, es ist alles da. Also es war so ein bisschen auch manchmal so eine Art Erwartungshaltung zu spüren. Ne? So, nun würde ich ja gerne mal wieder was lesen, also so konsummäßig, also mal wieder einen Anstoß kriegen. Und Uriel war wohl der Meinung, jetzt ist das irgendwie wichtig, dass die Menschen das, was sie an Informationen bekommen haben, auch anfangen zu verarbeiten. Umzusetzen vor allem. Umzusetzen, ja genau. Also dass da wirklich was in Gange kommt. Und da ist ganz viel in Gange gekommen. Also so bei jedem Einzelnen. Und ich bin davon überzeugt, dass die Menschen, die jetzt hier das Video irgendwann hören oder sehen, dass sie sagen, ja, natürlich, ich habe ja was gemacht, ich habe ja ganz viel verändert, mein Leben ist völlig umgekrempelt, ich bin viel offener geworden, habe meinen Job gekündigt oder
in Beziehung kann ich anders mit umgehen. Ich habe einen spirituellen Weg gefunden. Ich kommuniziere mit der geistigen Welt, was ich früher nicht gemacht habe. All diese Dinge, die sind bei ganz vielen Menschen wirklich passiert. Da ist ganz viel in Gange gekommen. Aber letztlich den Drive zu kriegen, zu sagen, so, ich bin jetzt reif, ich gehe los, ich lebe das, ohne zu fragen, was sagt Uriel dazu, was sagt Jesus dazu, wo bekomme ich Informationen. Wenn man Uriel oder Jesus fragt, das ist ja noch das eine, ist besser, als wenn man irgendeinen Guru fragt, oder? Ne? Womit, denke ich, auch klar ist, also ich bin kein Guru. Nee, ich ne? auch nicht, ich, definitiv nicht. Ich Nein, bin, möchte ich auch nicht hingestellt werden, ob das passt. Bitte nicht. Ich habe das Glück, eben den Kontakt zur geistigen Welt zu haben und darf da Kanal sein. Und ja, das ist es aber auch, ne? Und nicht mehr. Und ja, das ist es im Grunde so, das war so in der Vergangenheit. Und dann kam Corona. So. Und wo Corona losging, das war für mich so, als ob da irgendwie jemand irgendwie nochmal einen Kronleuchter angezündet hätte. Also, ich wusste, jetzt geht's los, jetzt passiert was. Das ist etwas, was die ganze Welt, was jeden Menschen betrifft. Alles kommt jetzt plötzlich ins Fließen. Wir merken, wir sind alle miteinander verbunden, sind alle abhängig. Und ich dachte, das ist der große Durchbruch. Und es hätte der große Durchbruch sein können. Ne? Hat wieder nicht geklappt. Nee, weil... nicht so ganz, sagen wir mal so. Es hat schon doch ganz gut geklappt. Es hat ganz viel... Wenn man genau hinguckt. Ja, genau. Es hat ganz viel gebracht. Es ist ganz viel positive Reaktion der einzelnen Menschen auch untereinander. Wir haben viel gemerkt, was wir alles nicht brauchen, worauf wir verzichten können, was alles wirklich völlig überflüssig ist. Und dann kam aber so ein Punkt, da ist das Ganze gekippt. Also da ging es wieder so, jeder war sich selbst der Nächste. Man ging natürlich auch zwangsmäßig auf Abstand. Es wurde geteilt zwischen Geimpften und Ungeimpften, Kranken und Gesunden, zwischen Regionen und Alten und Jungen. Und also es wurden ganz viele Grüppchen gebildet und jeder war irgendwie wieder für sich, was verloren ging. Und das ist das, was eigentlich das Virus uns allen zeigen wollte, wie sehr wir alle miteinander verbunden sind. Das ging verloren. Mhm. Es wurde wieder nur getrennt, geteilt und jeder für sich. Und ich denke, da wurde eine ganz große Chance, also so für viele, viele Menschen vertan dadurch. Ich möchte nicht reden darüber, warum, wieso, weshalb oder geschweige denn, wer da dran schuld ist oder wer da die Verantwortung für trägt, ob die Politik oder die Presse oder die Wirtschaft oder die Mächtigen oder die Banken oder könnt ihr nehmen, wen ihr wollt. Da will ich gar nicht drüber reden. Das geht nicht um Schuld, es geht wirklich einzig und allein um Bewusstsein. Darüber, was wir da für Chancen haben, was uns das Virus eigentlich zeigen wollte und was nicht funktioniert hat. Was ich aber sehe, was das Virus sehr gut geschafft hat, ist, dass wir Menschen mehr lernen, Entscheidungen zu treffen und auch zu diesen Entscheidungen zu stehen. Und das ist für die Zukunft und für unseren Bewusstwerdeweg ein sehr wichtiger Faktor. Ja. Denn das war das, was viele Menschen nicht so krass konnten. Und sie wurden tatsächlich vor einen Punkt gestellt, wo sie sagen mussten, ich muss mich jetzt hopp oder top für dies oder jedes Weg entscheiden. Ja. Das war eine der ganz wichtigen Geschichten. Und natürlich, was für mich also auch ein ganz großer Weg war, das war, noch mehr ins Gottvertrauen zu kommen, ins Urvertrauen. Und das hat alles super geklappt. Ja, ja, und zu Corona hatte ich von Uriel noch zwei Channelings bekommen.
Abstand von einem Jahr oder ein Dreivierteljahr zu dem Thema, was es bedeutet, was wir daraus lernen sollten und wie wir damit umgehen. Das kam von Uri noch und dann war wieder eine große Pause dazwischen. Und ich fragte dann auch, was ist, ne? Das Menschliche, ne? Was ja, weil ja, da bin ich eben auch Mensch und neugierig und wenn ich dann von anderen Menschen gefragt werde, also kommt da nichts, dann frage ich nach und würde natürlich auch gerne jetzt irgendwie ein ganz tolles Channeling veröffentlichen können, weil Uri hat gesagt, das ist so und so und so und wir sollen das und das machen, würde ich mich ja ganz toll bei fühlen. Aber das ist denn einfach nicht gewesen. Ne? Er hat ja auch gesagt, dass wir selber dann den Weg gehen sollen, dass wir genau. Selber erkennen sollen. Er hat uns die Grundlage gegeben und hat dann gesagt, nur geh mal. Ja. Und jetzt sind wir auf diesem Weg. Und jetzt dürfen wir nicht mal gucken, noch eine Hilfe. Nein, wir haben doch alles. Ja. Gucken wir uns die alten Videos nochmal an. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's darum, unseren Weg zu gehen. Und das kann jeder ganz individuell in seinem Bewusstsein und in seinem Herz sein, da sein, nur ganz alleine machen. Genau. Und deswegen hat die Seele oder ist unsere Seele ja genau jetzt in dieser Zeit inkarniert, weil wir diesen genialen Weg genau jetzt gehen können. Diese sehr, sehr große Entwicklung. Ja, und wir wissen eben nicht, was uns da das Universum für Hilfen an die Hand gibt. Gut, sowas wie das Virus jetzt als Hilfe zu betrachten, es fällt auch nur ganz wenigen relativ leicht. Die meisten sehen das also eher als Hindernis oder Schicksal oder wie auch immer. Aber natürlich kann es Hilfe sein, so wie jede Krankheit für den Einzelnen eine Hilfe sein kann. Die Erfahrung, die die Seele dadurch macht, die dient der Reifung und hinterher geht man gestärkt mit neuer Erkenntnis daraus hervor. Ja. Das gibt es natürlich auch global, ne? Völlig klar. Und dann hat Uriel ja dir noch ein kleines oder uns allen ein kleines Geschenk gemacht. Das wissen die wenigsten. Und deswegen wollen wir da jetzt mal drauf eingehen. Jetzt brauche ich doch meine Brille wieder. Und zwar hat Uriel dir ja auch ganz viele Channelings noch geschickt, damit du sie aufschreibst. Ja. Und das hat ja natürlich den großen Vorteil, wenn mal gerade kein Video kommt, dann kannst du dir das Buch nehmen und mal wieder zu dem Thema nachlesen. Guck mal, spontan schlage ich auf Heilung. Ah ja. Ne? Nur mal so. Weil Heilung geschehen darf. Ja, und du machst mit dem Buch, ne? Auch gerade das, was Uriel auch sagt. Das ist ein Buch, das kann man nicht von Anfang bis Ende wie ein Roman durchlesen. Das sind immer irgendwie 380 Seiten, glaube ich, und 116 Channelings, die da verarbeitet sind. Das ist absolut komplex. Da sind alle möglichen Bereiche des Lebens, des Menschen, des Miteinander zusammengefasst. Das durchzulesen, darum geht es nicht. Aber wenn du das einfach irgendwo aufschlägst, du schlägst immer irgendwie genau das auf, was gerade irgendwie richtig ist. Das zweite Thema, was ich gerade aufgeschlagen hatte, eben war Aufstieg. Aufstieg, ist ja nicht interessant, ne? Oder jetzt gerade Herzenswünsche. Aha. Also das ist schon... Wow, also das ist wirklich wie so eine Art Mini-Lexikon zu sehen. Was brauche ich jetzt gerade? Ja, das Macht ist, und Schöpferkraft. Ja, wir sind gerade hier und schöpfen dieses geniale Video. Ja, das ist, da gehört natürlich auch dann der Titel dazu. Also der Titel für das Buch, der kam natürlich auch erst viel später. Wie das Buch entstanden ist, kann ich hier gleich noch was erzählen. Aber kannst ja mal den Titel vorlesen. Ich werde das auch einblenden, damit ich das jetzt nicht hier in die Kamera halten muss. Anleitung zum Dimensionswechsel. Das aktuelle Geschehen aus Sicht der geistigen Welt. Ja, also eine Anleitung zum Dimensionswechsel. Das heißt, das ist für uns sozusagen die Leitung. Wie kommen wir als Mensch, jeder für sich, als Individuum, als Person, als Seele in dieser Zeit nicht nur gut zurecht, sondern wie nutzen wir diese Zeit des Aufstiegs für uns? Wie kommen wir dahin? Und das ist eine Zusammenfassung von Channelings, die über einen längeren Zeitraum entstanden sind. Die sind nicht so entstanden, jetzt schreibe ich mal ein Buch und setze mich dahin und Uriel sagt mir, was ich zu schreiben habe, sondern das sind Channelings, die habe ich irgendwann alle bekommen von Uriel. Die sind zum Großteil veröffentlicht im Internet.
Viele davon wurden zu Videos von dir verarbeitet. Einige sind nicht veröffentlicht worden oder waren zu persönlich. Ja, persönliche Channelings habe ich natürlich auch mit Uriel ganz viele gemacht. Da sind einige Auszüge davon drin. Natürlich, das Persönliche ist dann raus. Aber zum Beispiel ist da auch ein Absatz oder ein Kapitel drüber mit mehreren Channelings. Da geht es um die Entwicklung der Partnerschaften zum Beispiel in der neuen Zeit. Wie verändern sich unsere Beziehungen? Was passiert, wenn ich aus dem Mangelbewusstsein rauskomme in die Fülle? Und was passiert mit meiner Partnerschaft, wenn das bis dahin so war, dass wir uns so ergänzt haben? Da, wo ich schwach war, war meine Partnerin stark, und wo sie schwach war, war ich stark. Und dann ging das so schön ineinander, wir waren so verzahnt und waren eine Einheit. Und jetzt plötzlich entwickle ich da, wo ich meine Schwächen hatte, da entsteht was, ich werde vollständig, das fällt weg. Und bei meiner Partnerin genauso. Und wir merken, wir brauchen uns gar nicht mehr. Jedenfalls nicht so wie früher, so, sondern ja, die Beziehung verändert sich. Was bedeutet das, ne? Viele Beziehungen gehen in der Zeit des Aufstiegs kaputt, weil die Menschen einfach jeder verändert sich, und wenn sich nicht beide gleichzeitig verändern, das heißt gleichzeitig wachsen im Bewusstsein und darüber sich austauschen und die Beziehung sich auch nicht weiterentwickeln kann, dann wird sie irgendwann enden müssen. Und da gibt es dann eben halt auch so Abschnitte so aus persönlichen Erfahrungen, so, wo ganz spezielle Fragen dann gestellt wurden. Da zum Beispiel so beim Thema Partnerschaft oder auch beim Thema Gesundheit und Krankheit. Wie gehe ich damit um? Weil Uriel hat sich ja auch ausgelassen über Krebs, wie es dazu kommt, was es macht zum Beispiel. Und wie wir damit umgehen können, was es uns zu sagen hat. Dann, wie es letztlich auch zu heilen ist. Ne? Aber das ist kein Buch, was ich jetzt sagen kann, nimm das, wenn du Krebs hast, und dann wärst du heil. Nein, aber es erklärt ganz viel und es hilft zu wachsen, es hilft zu reifen, und es kann letztlich dazu führen, dass der Mensch heil wird. Es sind also ganz viele Impulse drin, und das ist ja das Wichtige. Ja. Wir werden nicht quasi an die Hand genommen und sagen, komm mit, mach das, mach das, mach das, sondern kommt ein Impuls und dann mache mal. Ja. Weil das ist ja unser Weg. Und was da jetzt in dem Buch alles zusammengetragen ist, das wurde mir auch erst klar, als Uriel gab mir das Signal, so, ich habe ja bis dahin, wie gesagt, die Channelings gemacht, veröffentlicht, du hast da nette, schöne Filme von gemacht, und das war für mich alles. Und irgendwann sagte Uriel, so, und jetzt machst du noch was anderes, jetzt machst du dann ein Buch raus für die Menschen, die lieber was in der Hand haben und sich nicht im Internet und mit Filmen beschäftigen wollen. Also wir brauchen noch ein weiteres Medium, und nun machst du da ein Buch draus. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das auf die Reihe kriegen soll. Ich habe ich nie gelernt, habe ich nie gemacht, keine Ahnung gehabt. Aber dafür sieht das super aus, muss ich sagen. Ja, da habe ich auch wirklich Unterstützung und Hilfe gehabt. Also viele nette Menschen, die mich unterstützt haben. Ich habe dann einen Verlag gefunden, also das ist der Lieblingsverlag, der das Buch genommen hat, in Form gebracht hat nochmal und verlegt hat. Also von daher. Und was habe ich aufgeschlagen, während du diesen Satz gesagt hast? Na? Der Umgang miteinander. Ach ja, okay. Ja. Und genau das ist es. Das Miteinander hat dir jetzt ermöglicht, oder Uriel ermöglicht, durch dich jetzt seine Channelings auch in Buchform zu veröffentlichen. Ja. Genial. Ja, alleine hätte ich das nicht gekonnt. Ich hätte das nicht alleine im Selbstverlag machen können. Da hätte ich das Geld nicht für gehabt. Ich hätte nicht gewusst, wie kriege ich das in die Buchläden, und da braucht man dann einfach Hilfe, und ja. Da ist es. Da ist das. Ich bin ganz stolz auf das Buch. Ich bin total froh, dass es da ist, und ja. Schön.
Ja, danke, dass du es mitgebracht hast, dass wir das mal vorstellen konnten heute. Ja, gerne. Denn das ist ja eine wunderbare Ergänzung zu diesen ganzen Channelings jetzt nochmal, die wir ja im Internet haben. Sie stehen teilweise hier drin, aber es sind ja auch viele Sachen drin, die nicht im Internet sind, sodass es sich auf jeden Fall lohnt, dann mal in dieses Buch reinzuschauen. Also ich freue mich auch schon drauf, vor allem wenn ich dann mal ein altes Channeling wieder finde, dann kann ich ja beides machen. Kann ich ja mal gucken, nochmal dein Video angucken und dann lese ich es mir nochmal durch. Ja, und das nicht eben nicht nur, ja, das ist auch nicht nur das eine, sondern die Channelings, die sind jetzt in diesem Buch nicht wahllos, sondern sind zu Themenbereichen gruppiert. Sie bauen aufeinander auf, was mir beim Schreiben nie bewusst war, weil wie ich die Channelings bekommen habe, das war nicht so wie die Reihenfolge, wie sie jetzt in dem Buch ist, sondern die haben eine neue Reihenfolge gekriegt und zeigt, wie vollständig und wie komplex er eigentlich so unser Leben beschreibt. Was uns ausmacht, was unsere Seele hier eigentlich will. Wo wir herkommen, wo wir hingehen, wie wir uns entwickeln. Ja, und nun ist das da. Ja, danke, dass du uns das vorgestellt hast. Ich verlinke es dir unter dem Video, dann kannst du da auch mal reinschauen und vielleicht ist es ja was für dich, dann kannst du es bestellen. Ja, hast du abschließend jetzt zu unserem schönen Video noch von Uriel vielleicht eine kleine Botschaft oder eine Information für die Zukunft für uns? Ja, ich es ist ganz wichtig, dass ihr lernt, euch aus der Angst heraus zu bewegen. Viele Menschen haben Angst vor der Entwicklung, die auf uns zukommt. Wir wissen alle, was jetzt gerade hier in Europa sich abspielt. Wenn ihr nicht nur das Leid seht, sondern auch das, was es auslöst an Bereitschaft zur Hilfe, zur Unterstützung, an Gemeinsamkeit. Noch nie war Europa sich so einig wie jetzt gerade. Auch das sind Signale hinter der oberflächlichen ersten Information, die man bekommt, wenn man den Fernseher einschaltet, wenn man Nachrichten anmacht, wenn man die Zeitung aufschlägt. Dahinter steht was anderes. Wir Menschen, wir lernen, dass wir nicht alleine sind. Wir gehören alle zusammen, wir sind alle eins, wir sind alle verbunden. Und nicht nur wir Menschen, wir sind verbunden mit der Welt, mit Mutter Erde, mit der geistigen Welt, mit dem All-Einen. Und dieses Bewusstsein wiederzubekommen, das zu verinnerlichen, das uns zu bewahren, egal was auch gerade passiert, wenn es dir schlecht geht, wenn du krank bist, wenn du einen sogenannten Schicksalsschlag erfährst, denk dran, du bist nicht alleine, du bist verbunden und es macht für dich alles irgendwo auch einen Sinn. Wir können den nicht erkennen, oft nicht. Nur das größte Problem für uns dabei ist, wenn wir in der Angst verhaftet bleiben. Und wenn wir lernen, aus der Angst rauszugehen, wieder in die Liebe zu kommen, die Liebe zu uns selbst, die Liebe zum anderen, dann wird alles gut. Na, Uriel sagt gerade, es ist alles gut. Nur wir sollen es eben halt lernen zu erkennen, dass alles gut ist, egal wie es sich für uns darstellt. Das ist, wir sehen mit der Brille der Dualität, der dualen Welt und aus der Sicht des Einsseins ist alles gut, ist alles richtig. Und es ist eine Frage wirklich von Vertrauen und ja, der Kraft und der Bereitschaft, sich aus der Angst zu lösen. Dankeschön. Das war das von Uriel jetzt gerade. Ja. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Ja. Danke dir, lieber Günther, dass du das gemacht hast, dass du hergekommen bist. Danke an Uriel.
Ja, wie gesagt, auch danke, ich war gerne hier, habe mich gefreut, mal wieder hier zu sein. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Es kann sein, dass du morgen, übermorgen das nächste Channeling von Uriel hast. Es kann sein, dass es wieder eine längere Zeit dauert. Die Botschaft von Uriel ist eben halt, nehmt das, was ihr schon bekommen habt und verinnerlicht das, lebt es aus. Das ist wirklich das Entscheidende. Ja. Und dann gibt es kein Warten und ja. Und wenn jemand überhaupt nicht zurechtkommt, kann er sich natürlich auch an mich wenden. Das sowieso. Ne? Dein Link, deine Telefonnummer stehen unter dem Video. Ne? Genau, also da bin ich dann immer bereit, Auskunft zu geben, soweit es mir möglich ist. Ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Jo. Dankeschön. Ja, dir herzlichen Dank auch, dass du wieder bei uns warst. Danke dir auch für deine Spende, die diese Videos ermöglichen. Und wir wünschen dir, der Günther aus dem noch höheren Norden, aus Kellinghusen, ich hier aus der Nähe von Hannover, von Herzen wieder alles Liebe.